In diesem Catwalk 2D Tutorial schauen wir uns einige fortgeschrittene Funktionen für das Zusatzmodul Baugrube 3D an. Wir können im Zusatzmodul Baugrube 3D zusätzlich auch Linien erstellen und dies als Bruchkante Baugrube definieren. So können wir innerhalb von einer Baugrubenfläche noch zusätzlich Bruchkanten setzen und so das Ganze von einer ebenen Fläche in eine Fläche umwandeln, die in sich selber noch ein Gefälle hat. So kann ich zum Beispiel die Entwässerung sicherstellen und zum Beispiel ein Gefälle so erstellen, dass das zu einem Pumpensumpf führt. Dies passiert ja natürlich neben der Möglichkeit, dass ich komplett die ganze Baugrubenfläche in einem Gefälle erstellen kann, indem ich die verschiedenen Eckpunkte Höhen gebe. Diese Linien ziehe ich ganz normal, modifiziere sie dann als Bruchkante Baugrube und gebe über die Eckpunkte einfach ganz normal die Höhen ein. Natürlich am Rand gebe ich dann dieselbe Höhe ein wie die Baugrubenfläche selber. In Lexocad sieht das Ganze dann so aus. Sehen, wir haben hier keine ebene Baugrube mehr, sondern die Fläche hat in sich selber auch ein Gefälle. Für Fundamente oder Liftunterfahrten und ähnliches kann ich ebenfalls ganz normal eine Fläche hinzufügen. Hier spielt es keine Rolle, ob Baugrubenfläche auf anderen Baugrubenflächen liegen, komplett oder teilweise. Diese werden dann auch ganz normal, wie wir in Lexocad sehen, mitberechnet. Um in meinem Excel-File ein wenig Übersicht zu behalten, kann ich die einzelnen Baugrubeflächen unter Modifizieren hier hinten bei den erweiterten Optionen je einen Namen geben. So kann ich jeder Baugrubenfläche einen einzelnen Namen geben. Der wird dann rechts unten in der Infobox dargestellt. Hier zum Beispiel Haus 2. Oder ich kann hier auch dieselben Namen verschiedenen Baugrubenflächen geben, damit diese dann im Excel-File addiert werden. Hier sehen wir das dann am Beispiel im Excel-File. Hier haben wir dann die einzelnen Häuser, eine Einstellhalle und die Fundamente. Das sind jetzt zwei Baugrubenflächen, die wie gesagt zusammengezählt werden. Eine weitere Funktion für die Baugrubenberechnung sind die Flächen 3D. Ich kann unter Modifizieren eine Fläche 3D definieren. Das mache ich mit einer normalen Fläche und kann dieser eine Stärke geben. Die funktioniert grundsätzlich ähnlich wie das Gebäude. Der Vorteil aber ist, ich kann hier eine Höhe definieren, während das Gebäude automatisch immer über das Terrain gerechnet wird. So kann ich nicht nur Hinterfüllungen rechnen, sondern auch Auffüllungen. Zum Beispiel eben für eine Einstellhalle bzw. eine Tiefgarage. Dazu gebe ich, wie gesagt, hier unten bei einer weiteren Option eine Dicke ein. Zusätzlich habe ich im Vergleich zu den Gebäuden die Möglichkeit, an jedem Eckpunkt eigene Höhen zu definieren. Bei den Gebäuden ist es so, dass sie stets eine Basishöhe haben, während die Fläche 3D verschiedene Höhen haben kann an den Eckpunkten. In Lexocad sieht das dann so aus, einmal bei der Originaldatei sehen wir jetzt hier die Fläche 3D, die nur 2,50 Meter hoch ist. Und wir sehen auch hier schön die Neigung. So können wir wunderbar Rampen und Ähnliches darstellen. Am Schluss, wenn wir dann die Aufschüttung sehen, so, sehen wir hier, wie zusätzlich oberhalb des Bauwerks dann auch nicht nur hinterfüllt, sondern auch aufgefüllt wird. Und wir erhalten wunderbar unsere Einstellhalle. Zu guter Letzt haben wir noch eine Funktion, die ist hier im Layer 12, wird die vorberechnet, das Exportieren. Da erhalten wir in unserem Ordner, im Exchange-Ordner, eine
Dateiname underline tere.2dl-Datei. Und wenn wir hier kurz reinschauen, sehen wir, dass es sich dabei um eine ganz normale Dreiecksvermaschung handelt. Diese können wir im Programm über Hinzufügen, Datei, tere.Datei 2dl auswählen, öffnen und in einen leeren Tere-Layer legen. Und wie wir sehen, erhalten wir jetzt hier eine Dreiecksvermaschung vom Tere inklusive der bereits verschnittenen Baugrube bzw. auch den Aufschüttungen. Diese können wir wunderbar verwenden, wenn wir die ganze Baugrube in mehrere Etappen unterteilen möchten oder die ganzen Baugrubenberechnungen lediglich als Vorprojekt für ein Straßenprojekt benutzt werden. Das waren die fortgeschrittenen Funktionen für das Zusatzmodul Baugrube 3D.